and welcome! Hallo und willkommen! Schön, dass ihr da seid. Kommt bitte näher. Wir sind dieses Jahr ein bisschen versteckt und es haben vielleicht nicht alle Leute uns gefunden. Come closer. We're gonna get started. How many of you yesterday were out striking for the climate? Wie viele waren gestern auf der Straße fürs Klima? Danke, dass ihr trotzdem nochmal auf die Straße gegangen sind. Das ist wirklich großartig. Thank you for coming. I'm Kate and this is Katrin. I'm from the Coalition for Sexual Self-Determination, and we're going to be facilitating this first session today. Das ist nicht an. Doch, es ist an. Ich bin Katrin, wir sind vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und in dem ersten Block sind wir eure Moderatorinnen. We'd like to invite Ines from the Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung to welcome everyone today. Ja, hallo. Liebe Aktivistinnen, liebe Kundgebungsteilnehmerinnen, liebe Freunde und Gäste, im Namen des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zum heutigen Aktionstag hier in Berlin-Mitte. Mein Name ist Ines Scheibe, ich bin Humanistin und Gründungsmitglied des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung. Wir treten ein für Vielfalt, sexuelle Selbstbestimmung, gegen Abtreibungsverbot, christlichen Fundamentalismus und völkisch-nationale Positionen. Wir freuen uns sehr, dass heute so viele Menschen unserem Aufruf gefolgt sind. Und vielleicht kommen noch andere dazu, die uns jetzt noch nicht gefunden haben. Viele sind auch von sehr weit hergekommen. Unsere Rednerinnen aus dem ersten Block, die weit angereist sind. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei der Frauentrommelgruppe Usambara, die unter Leitung von Marlies Meyer wieder einen stimmungsvollen Auftakt versorgt hat. Wir haben uns als Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in diesem Jahr erneut zu diesem Protesttag entschlossen, um in Berlin einen Tag nach dem weltweiten Klimastreiktag, bei dem es um ein breites zivilgesellschaftliches Zeichen für die Verhinderung der drohenden Klimakatastrophe auf unserem Planeten ging, angeregt durch die internationalen Schülerproteste, Hashtag Friday for Future. Und nun geht es heute hier um auch immer mehr bedrohte Menschenrechte, um diese zu verteidigen. Die Ergebnisse der Wahlen in Brandenburg und Sachsen machen deutlich, welche Kräfte gegenwärtig am Erstarken sind. Nun ist ein breiter demokratischer Widerstand gegen die Zunahme von Antifeminismus, Rassismus, Nationalismus in unserer Gesellschaft notwendig. Die Versuche, das Recht der Frauen, von homosexuellen, trans- und intersexuellen Menschen auf sexuelle Selbstbestimmung in Deutschland und Europa politisch in Frage zu stellen, nehmen wir nicht unwidersprochen hin. Wir wollen mit unserem diesjährigen Aktionstag ein Zeichen setzen für Vielfalt von Lebensentwürfen, sexuellen Orientierungen, geschlechtlichen Identitäten der Menschen, die es als grundlegende Menschenrechte zu verteidigen und weiter auszubauen gilt. Unser diesjähriger Aktionstag steht unter dem Thema Leben und Lieben ohne Bevormundung für sexuelle Selbstbestimmung. Wir dulden in der intimsten Frage der Menschen keine Bevormundung durch christliche Fundamentalisten, keine Bevormundung und Ausgrenzung durch völkische Nationalisten und auch nicht durch überlebte staatliche Gesetze und Konservative in der Regierung, die vehement diese verteidigen. So zum Beispiel in diesem Jahr geschehen mit dem Paragraph 219a Strafgesetzbuch, der nicht gestrichen, sondern unprofessionell reformiert wurde, obwohl eine gesellschaftliche Mehrheit der Bevölkerung und im Parlament für die Abschaffung einstanden. Unsere
Aktionstag hier in Berlin ist in diesem Jahr der Auftakt der Woche zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland. Mit bundesweiten Aktionen in mehr als 35 Städten am 28. September, also in einer Woche. Dies ist der internationale Tag für sichere Schwangerschaftsabbrüche, dem Safe Abortion Day, bei dem sich weltweit Menschen für sichere, legale und kostenfreie Abbrüche der Schwangerschaft einsetzen. Tabuisierung und Verbote bei diesem Thema ist der falsche Weg. Sie verletzen grundlegende Frauenrechte, schaden der Frauengesundheit, töten im schlimmsten Fall. Das wollen wir nicht zulassen. Deshalb werden wir weiterhin unsere Proteste und Informationskampagnen organisieren für die Selbstbestimmung und für ein solidarisches Leben in Vielfalt, bis wir hier in Berlin den sogenannten Marsch für das Leben von der Straße verbannt haben und zeitgemäße gesetzliche Regelungen zu diesen Fragen der sexuellen Selbstbestimmung in allen Gebieten haben. Der Marsch für das Leben verbreitet Lügen und Mythen über die Anzahl und Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen, kriminalisieren und stigmatisieren Frauen für eine selbstbestimmte Familienplanung einzutreten und instrumentalisieren dabei Behindertenrechte. Wir sagen dazu Nein. Wir erwidern: My body, my choice, raise your voice. My body, my choice. Raise your voice, my body, my choice. Raise your voice, my choice. Raise your voice. Frauenrechte sind erst dann umgesetzt, wenn weltweit Frauen selbst über ihre Sexualität und Familienplanung entscheiden können. In Deutschland bedeutet das die endgültige Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bei Erhalt und Ausbau eines flächendeckenden, beratungspluralistisch aufgestellten Beratungsangebots mit multiprofessionellen Beratungs- und Fortbildungsangeboten zu Fragen von Sexualität, Familienplanung, Unterstützung für alle Fälle rund um Schwangerschaft, gewollte und ungewollte. Wir fordern heute hörbar das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung für alle Menschen. Wir sind schon viele. Wir werden immer mehr. Wir wollen gesellschaftliche Debatten anstoßen, politische Allianzen ausbauen, neue Netzwerke entwickeln und Strategien zur vollständigen Durchsetzung der sexuellen und reproduktiven Menschenrechte zu sorgen. Diese Menschenrechte müssen auch in Deutschland umfassend umgesetzt werden. Für alle Menschen. Und nun noch etwas in eigener Sache. Wir werden heute Dokumentationen von unserem Aktionstag machen, mit Fotos und Videoclips. Bitte gebt deutliche Zeichen, wenn ihr nicht damit einverstanden seid, dass ihr fotografiert werdet. So, und jetzt übergebe ich wieder unseren beiden Moderatorinnen für den Auftakt und für den kurzen Erklärung des Ablaufs. Oder soll ich das noch machen? Machst du. Gut. Dann übergebe ich jetzt wieder an Katrin und Kate für den Ablauf, euch das alles zu erklären, wie der heutige Aktionstag weiter verläuft.